So, Freunde, dann wollen wir uns mal mit dem T28 mal ein bisschen durch die Büsche schlagen. Der neue erste Panzer von den Russen. In der Klassikerie Mittel. Was ich sehr lustig finde, weil ich glaube, der war als Heavy Tank im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Oder so, jedenfalls, oder nach dem Ersten Weltkrieg, auf jeden Fall so eine alte Variante. Weil die Klapperkiste ist wirklich nicht effektiv. Er ist langsam, er ist schwerfällig, aber gegen Infanterie mit den 4 MGs, da ist er richtig böse. Ne? Aber auch nur, wenn der Gegner nicht 200 Bazookas hat und 300 andere Tanks. Ja, ansonsten, ja, muss ich zusehen, wie ich klarkomme. Schussgeschwindigkeit ist auch relativ langsam. Ich bin jetzt auch nicht super eingespielt mit dem, aber der schießt auf jeden Fall langsamer als so eine Wolverine. Meiner Panzerwoche, also Nummer 2, der T28, mit dem ich mich jetzt mal begnügen muss. Abstauberkill. Ganz klar. A3 gehört uns. Gut, schon. Drehen, drehen, drehen. Also der Panzer ist eigentlich wirklich nur effektiv, wenn man den mit mehreren Leuten spielt. Ich hoffe, dass ich heute nochmal eine Situation schaffe, da wo wir nochmal 3-4 Mann in den Panzer reinkriegen. Das Gute ist, er hat einen sehr leisen Motor, wenn er steht. Das ist nicht unbedingt nachteilhaft. Aber so ziemlich der einzige Vorteil, den er hat. Der hat mich nicht gesehen. Was? Zwei Schuss? Will er mich verarschen? Der muss angehitzt geworden sein. Normal kann ich das nicht schaffen. Das war, glaube ich, normal. Mehr Glück als Verstand. Ich fahre mit der Klapperkiste durchs Gelände. Und wo? Keine Ahnung. Weg, 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 weg. Ja, da sitzt er wieder im TS, würde ich sagen. Sonst hätte er mich nie und nimmer angeschossen. Das muss ihm der andere gesagt haben, dass ich da hinten stehe. Ja, also wieder mal doppelt und dreifach im Nachteil. Ne? Immer so, wie ich es nicht haben will. Genau so muss es sein. Wenn man was als erstes aufnehmen will, ne? Zum ersten Mal spielen, da kriegt man natürlich immer genau die Spiele, wie man sie haben will. Auf dem Airport wäre der super gewesen, weil ich da wenig Panzer gehabt hätte. Da wäre der als Infanteriepanzer super gewesen. Da hätte ich richtig glänzen können. Jetzt will ich mit einem Infanteriepanzer Panzer abschießen. Und das klappt natürlich nicht. Ich meine, ich habe zwei erwischt. Gut, schöne Sache. Aber im normalen Geländekampf habe ich mit dem keine Chance. D-Line sieht auch nicht unbedingt berauschend aus. Und ich tritt ja auch gegen Jagdpanzer an, also das ist jetzt auch nicht. Er sieht wen als erstes. Wer hört wen als erstes? Und die Durchschlagskraft ist auch nicht unbedingt
du erstmal Bams, ne? Ich würde gern offensiver in der Mitte fahren, aber das ist bei den ganzen Jagdpanzern, die zurzeit unterwegs sind. Ja. Du hast mich noch nicht gesehen, du hast mich noch nicht gesehen. Scheiße. Weg. Komm. Boah. Ja, zwei Schuss. Wahnsinn, echt. Was die Durchschlagskraft hat. Unglaublich. Ja, also ich habe auch gegen die Panzerung, gegen keine Panzerung habe ich eine Chance. Nicht mal gegen die Hellcat. Also frontal habe ich mit dem Panzer überhaupt keine Chance. Es ist egal, was ich tue. Ich kann schießen wie ein Weltmeister. Also mal 10 eigentlich gerechnet, ein Panzerabschuss. Ne? Also ich habe jetzt im Prinzip schon 20 Panzer abgeschossen, ne? Weil im Frontalkampf null Chance. Brauchst du überhaupt nicht probieren. Deswegen habe ich auch gar nicht erst geschossen. Ich wollte den Fahrer rausschießen, weil alles andere ist sinnfrei. Mit der Su-76 wird es deutlich besser laufen. Ah, jetzt wird schon wieder gespawncampt. Ja. Ist ja nicht, sie haben es ja nicht einfach genug. Muss man ja auch dazu sagen. Ja. Aber unterkriegen lassen wir uns noch lange nicht. Wir halten so lange dagegen, wie es geht. Wir lassen uns hier nicht zusammenschießen wie ein Ascheimer. So, ich habe 2 Mits. Man hört hier nur die M10, die Wolverine hier im Wald umsnipern. Jetzt habe ich hier meinen Freund. Bams. Weg. So. Wieder die Risikovariante. Alter, ich komme nicht mal mit dem Holz zu. Ich stehe fast bei einem Holzzaun. Ich krieg einen zu viel. Vielleicht kommt mir eine M10 gegen. Flugschutz habe ich danach. So, machen wir uns unsichtbar. Versuch gerade hier, keine Ahnung, wie viele Tonnen das Teil hat. Dadurch, dass ich nicht zu hören bin. Aus dem Hinterhalt agieren.
sieht er mehr aus. Ich versuche hier den Riesenkoloss zu verstecken. Komm, Wolverine! Komm, wir spielen Fange! Offenes Gelände, da haben wir keine Chance. Roter Punkt. Roter Punkt. Jetzt lassen wir den Jagdpanzer raushängen. Wie eine Viper. Schlägt dazu. Hey, Babs, Junge! Babs! Jawohl, jetzt sind wir mit drei Mann hier im Panzer. Jetzt haltet mal ordentlich drauf hier. Da wird schon freiwillig wieder ausgestiegen. Och, Leute. So, der wird mich jetzt links im Wald suchen. Das heißt, ich muss rechts rüber. Und jetzt geht es auf nach vorne. La 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 la. Scheiße, 2MC aussteigern. Ja, einmal freies Feld, ist scheißegal. Vorwärts. Ja. Ich hab nur von der Seite. Wenn eine Chance. Die stehen da oben und campen. Da können sie jetzt campen. Jetzt kommt George Rambo. Granate for the win. Verdammt, oh yeah. Bams. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Verdammte Scheiße. Keule, wo hat man denn... Wo kannst du... Wo hast du denn die Waffe fallen lassen? Willst du mich verarschen oder was? Halten wir so lange A4, wie wir können. War doch wer. Fallschirm. Komm. Put, 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 put. Komm, Angriff. Vorwärts. Der steht da oben. Dann lass ihn mal. Have fun. Du hast mich nicht gesehen. Oh, Entschuldigung. Ah, den habe ich nicht gesehen. Aber ist eh egal, ich kann. Ne, das ist das Gute. Wenn man Panzerfahrer ist, einfach reinlaufen. So, beten, dass mich keiner spawn gamet. Denn der ist eine richtig geile offene Feldfestung. Wenn ich den auf den Platz kriege und der Gegner hat nicht einen Panzer in der Nähe, hat der Gegner kaum Chancen, das Ding auszuschalten. Ne? Wenn hier fünf Leute drin sitzen, ist vorbei. Da kommt keiner ran. Ich habe drei Front-MGs, den Turm dazu. Alles, was an Fahrzeugen auf mich zukommt, kann ich damit one-shotten. Ne? Das ist nicht überragend,
aber wir geben das Beste, was wir können. Mehr ist halt nun mal nicht drin. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Panzerung hat und dass das Koax hier von selbst aus spielbar ist. Weil so hat man auch gegen Infanterie wenigstens eine Chance, zur Not mal zu schießen. So muss man echt gut schießen können. Ne? Und die Geschwindigkeit hat er einfach nicht, um zu entkommen. Extrem langsam. Hier vorne mal die Festung zum Stehen. Ja, von irgendwo schießt die Wolverine, die campt immer so massiv. Na nu, hat sie von irgendjemand anders einen Hit gekriegt? Ha! Wir drehen bei! Kommen wir auch ab. Leute, wenn ihr schon so eine Wolverine oder Hellcat spielt, ne? Normalerweise müsst ihr so spielen wie ich. Außen rumfahren und dann immer gib ihm. Dafür ist das ein Jagdpanzer. Ein Jagdpanzer, ne? Die Amis haben die besten Jagdpanzer. Mit Abstand. Ne? Die anderen haben alles bloß, ja, Stellungspanzer. Der Su ist auf Entfernung ausgelegt. Jetzt mal gucken, ob nicht auch noch einer kommt. So, jetzt muss ich natürlich gucken, von wo der geschossen hat. So. Wer mit dem MG spielen will, so wie ich, muss linkslastig stehen, sprich immer nach rechts rausfahren, damit man links, der schaltet zuerst aufs linke MG um. Keine Ahnung warum, ich hätte das Zentrale als erstes ausgewählt. Schade, dass das nicht festlegbar ist. Hm. Weil man hat einen guten Drehwinkel, muss man sagen. Ich stehe hier eigentlich ganz gut. Ist das ein Panzer? Allerdings dauert das Durchschalten, bis ich jetzt wieder rankomme an meinen Panzer, ganz schön lange. Ja, fahr du mal mit dem Scheißteil. Tucker, Tucker, Tucker macht das Teil. Nee, ist ehrlich nicht gut, dass sogar ein Panzer 3 fährt. Guck mal, was machen die denn da? Was sollte das denn eben werden? Der Sniper hier oben. Da kriegt einer. Die Koax kann man noch nachladen, das ist auch gut. Immer wichtig, dass man die nachladen kann und nicht zu Ende schießen muss. So, wir haben jetzt hier eigentlich einen sehr schönen Blick. Also ich kann bis rechts rüber sogar fast halten, also. Ne? Ich kann 3 MGs nach vorne richten. Also kann ich durchfahren. Wenn der Gegner keine Bazooka hat, kommt er da gar nicht dran. Muss gar nicht probieren. Panzerbrechende Munition und alles, was an Fahrzeugen kommt, wird direkt weggeschossen. Also für die Leute, die gerne mal mit dem Ding spielen wollen, ich würde es mir zulegen, für einen Krieg auf jeden Fall. Im Kriegsspiel, wenn der Gegner Infanterie ist, Gebirgsmap, hat er keine Chance.
Wenn du das Ding irgendwo bei B3 aufstellst, auf freien Fläche, kommt keiner ran. Vergiss es. Ganz weit hinten stehen mit der Bazooka. Zeig ihm an, dass einer steht. Ah, hätte eigentlich. Ja. Bisschen Unterdrückungsfeuer machen. Ja, hier stehe ich gut. Hier habe ich einen guten Blickwinkel drauf. Zieh dich ja zurück. Nee, mein Freund, das schaffst du nicht. Vergiss es. Na, allerdings bin ich so auch leichte Beute für die Infanterie. Da steht eine M10. Links neben mir. Die hat mich noch nicht gesehen. So. Ich hoffe, die hat mich jetzt gesehen. Weil die soll A4 in Ruhe lassen. Darum geht's. Kriegen tue ich die nicht, aber ich kann die ein bisschen locken. Halte ich gerade frontal zu, ob das so gut ist. Oh, ist so dunkel da hinten. Dankeschön. Bams. Jawohl. Wieder meinen guten Mitspielern zu verdanken. So. Wenn ich jetzt die Jackson wäre. Ah, die Jackson sage ich schon, die Wolverine. Alles dasselbe, steht hinten, fährt immer und game. Wenn ich jetzt die Wolverine wäre, die M10, würde ich von hier kommen. Der Jagdpanzer wäre. Allerdings ist O1 in Bedrängnis und ich weiß nicht, ob die das spawnen können. Ach, geben wir mal ein bisschen Infanterie-Unterstützungsfeuer. Was anderes können wir eh nicht machen. Sehen tut man nichts. Schwarz wie in der Nacht da hinten. Aber wenn sich was bewegt. Jetzt muss ich aufpassen. Mann, wir stehen hier wie so ein Kuchen, wie so ein Snack stehen wir hier an der Seite und warten darauf, dass einer vorbeikommt. Ja. Und ich habe keine Decke mit dabei, weil die gerade in der Wäsche ist. So, Alternativspawn wird angegriffen. Boah, viermal durchschalten, bis ich wieder dran bin. Tuka 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 taram dam dam. Und Rückzug. Scheiße, wir kommen nicht um die Ecke rum, oh Mann.
Ja, aber der Schwein gehabt, weil das Ding so schwer ist. Ach, da hinten im Wald. Die stehen nur hinten im Wald und campen sich einen Ast. Ach, nee, ey. Nur hinten an der Base stehen sie, damit sie sich beschweren können, dass sie spawn gecampt werden, weil sie nur an der Basis stehen. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Aber dieses an einer Stelle gecampe. Ich denke ja auch, dass die clever spielen. Ne? Machen die nicht. Spielen absolut laienhaft und deppenmäßig. Der Panzer ist leer. Warum? Weil die M10 ist nicht unbedingt die schnellste, aber du kannst damit wunderbar trotzdem noch entkommen. Also ich muss ja dreimal treffen. Treffen. Also ich würde sagen, ich brauche mindestens 4 Schuss. So, und ich muss von unten nach oben schießen. Wenn ich jetzt nicht rechtzeitig die Kurve krieg, war es das. So, jetzt stehen wir hier in böser Posi. Jetzt camp ich mal. Ich höre sie rauschen, da hinten ist er. Hier campt die andere. Tief stehen. Der eine ist an mir vorbeigefahren, die andere fährt hier noch. Da hinten fährt sie. Bams! Komm, jetzt sind wir zwei. Ah, ich hänge wieder am Baum fest. Es ist wieder herrlich. Der Panther ist einfach zu riesig. Na, und die Feuerkraft ist einfach zu enorm. Na, dafür ist die M10 einfach zu OP. Das ist einfach geil. Mit der Hellcat und so, du brauchst einfach, du triffst eigentlich mit jedem Schuss. Also das ist eigentlich unmachbar, dass du eigentlich, wer da mit einem Fehlschuss landet, der muss sich ehrlich schon Mühe gegeben haben. Na. Deswegen, ich verstehe es nicht, warum man damit im Wald campen kann, ne? Was hat er jetzt geleistet auf dem Spielfeld? Ne? Der hat 6 Panzer abgeknallt, ich auch. Ne? Und er ist mir 10 zu 1 überlegen. 10 zu 1, wenn das mal reicht. Das absolute Minimum 10 zu 1. Ne? Im normalen Zweikampf, wenn man beide auf einer Entfernung von 100 Meter aufeinander zustellen würde, würde ich immer verlieren, immer. Ich habe nie eine Chance. Ich würde ihm 2 Schuss weg down. Deswegen, der braucht einfach nur durch uns durchfahren und dann hat er uns.
Wir spielen hier Verstecke. Übrigens spiele ich hier gerade den Jagdpanzer, also ich mache jetzt hier einen auf Jagdpanzer und er, ne? Also eigentlich müssten wir die Panzer tauschen. Weil er versteckt sich und ich suche ihn. So, auf nach vorne. Ist er gerade da runtergeflogen? Ist schon geil, ne? Ich fahre mit dem Ding nach vorne. Ich weiß ganz genau, wenn mir einer entgegenkommt, habe ich verloren. Das ist ja das Geile. Das finde ich schon lustig. Die verstecken sich alle im Wald und haben Angst vor mir. Einfach nur zweimal auf mich zufahren. Bams, bams, war die Sache erledigt. Komm, wir fahren mal auf die D-Line. Probieren wir es mal. Oh, ob wir da durchpassen? Alter, wir sind schwer und langsam. Mal gucken, ob da einer campt. Sicher, sicher. Was macht er schon, wenn ich einmal verliere? Dum, dum, dum. Für die Blumen. Wieder. Wie lieb von dir. Na, hier campt doch ganz oft gerne eine M10. Du hast mich nicht gesehen. Schönen guten Tag, hier kommt ein Panzer. Schönen guten Tag, weil ich das sag. Komm, einmal machen wir einen auf dicke Hose. Dam, da 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 dam, 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 da da dam. Lass mich raten, wir können den Panzer nicht drehen, weil... Oh, das würde ich nicht tun. Hätte ich jetzt auch gehabt. So. Hier halten wir jetzt die Stellung. Wenn hier einer drin sitzt, sind die richtig am Arsch. So, mehr als die Stellung halten können wir eh nicht. Also halten wir hier die... Halten wir die Brücke! Genau, halten wir ordentlich drauf hier! Bams! Ich glaube, den hat er nicht kommen sehen. Oh. Komm, rotz ihn über den Haufen, jawoll. So,
So, der 28 fährt nach vorne. Obwohl, jetzt können wir stehen bleiben, weil wir gerade U2 verloren haben. Aussteigen, das war's für dich. So, ja, gegen Infanterie ist der Panzer der Hammer. Ja, jetzt standen wir mal auf guter Position, ist das Spiel vorbei. Na komm, gehe 4 Sterne. Ja, so toll war es nicht. Viel war auch nicht zu machen. Ja, also er ist nicht der Beste. Ne? Man kann damit wirklich nur aus dem Hinterhalt agieren. Ich habe jetzt auch nicht mehr geschossen, ne? wie mit der M10. Na, was habe ich jetzt erwischt? Hier 5, 6 Panzer. 6 Panzer, glaube ich, waren es am Ende. Ne? Ja, 6 Stück. Na, also mehr ist wirklich mit dem nicht drin. Also ich muss ja schon bei der M10 komme ich schon frontal nicht durch. Also ich muss schon seitlich ranfahren. Und wenn ich gegen den leicht gepanzerten Jagdpanzer nicht durchkomme, dann braucht man das eigentlich nicht machen. Also wie gesagt, ne? Spielt das Ding im Krieg. Ne? Das ist wie mit dem Lee. Die Dinger sind echt gut, um eine Stellung zu halten. Das wird immer nicht genutzt. Ne? Das Ding hat wirklich frontal da 3 MGs. Das ist echt eine super Sache. Da kann man echt was mit reißen. Ich meine, ich war jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, wenn ich noch 2 Punkte eingenommen hätte oder so. Na, ich will immer möglichst Beste rausholen. Mehr war leider nicht drin. Ja, wir nehmen alles an, was wir kriegen können. Ja, das war's dann. Das war T28. Als nächstes kommt dann der SU, ne? 76 dran.